Wollt ihr in eurer VTR Enterprise Firewall ein Bond einrichten, um die Firewall redundant mit eurem Netzwerk zu verbinden? Dabei gibt es einige Dinge zu beachten, die wir euch in unserem heutigen Tutorial zeigen wollen. Wie das mit dem Bond funktioniert, schauen wir uns jetzt einmal gemeinsam an. Wenn ihr eure VTR Enterprise Firewall mit eurem Switch über ein Bond verbinden wollt, um eine redundante Datenverbindung zu haben, könnt ihr das einfach über die Web-Oberfläche machen. Dafür loggen wir uns einmal in der Web-Oberfläche ein. Wir gehen auf Interfaces und dort sehen wir bereits den Reiter Bond. Wenn wir ein neues Bond erstellen, müssen wir dazu erstmal die Hardware-Interfaces aussuchen, die in das Bond gehören. Dazu können wir nur Hardware-Interfaces aussuchen, die noch nicht belegt sind. Wir haben verschiedene Modes zur Auswahl, aber LAC ist für eine Switch-Verbindung normalerweise die beste Möglichkeit. Die Hash-Policy sagt aus, wie der Traffic über die physikalischen Interfaces verteilt werden soll und wir nehmen hier einmal Layer 2. Als Beschreibung tue ich einmal Testbond hinein und wir können das direkt wieder einem neuen Interface zuweisen, ohne den extra Schritt über die GUI zu machen. Wir sehen dann, dass das Int1 Interface mit unserem neuen Bond erstellt wurde. Ich werde das jetzt einmal enablen und das Bond Test nennen. Ich möchte gerne, dass unser Bond auch eine IP-Adresse hat, 2.1. Ein Gateway ist nicht nötig, das ist ja keine Internetverbindung auf diesem Interface. IPv6 lassen wir erstmal weg. Und hier können wir auch nochmal den Bond-Mode und die Hash-Policy sehen. Wir speichern jetzt unser Bond und werden das Ganze gleich anwenden. Somit ist unser Bond auch schon in der VTR-Firewall erstellt. Entsprechend, wenn wir jetzt wieder zur Firewall-Regeln rüberwechseln, sehen wir auch gleich unser Bond und können nun unseren Clients hinter dem Bond den Internetzugriff mit einer einfachen Regel erlauben. Dafür erstellen wir eine neue Regel, Internet. Der Absender ist unser Bond-Netzwerk und das Ziel sind alle nicht privaten IP-Adressen, somit also Adressen, die im Internet sind. Wenn wir diese Regel nun speichern und anwenden, haben unsere Netzwerk-Clients im Bond Zugriff auf das Internet. Wir können jetzt auf dem Bond auch noch verschiedene andere Services laufen lassen, wie DHCP oder NTP, alles was im Prinzip in der VTR-Firewall vorhanden ist. Falls ihr jetzt noch zum Beispiel ein VLAN auf dem Bond erstellen wollt, haben wir dazu bereits ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier oben. Das war's schon. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Tutorial.